Hallo meine Freunde, ich mache heute mal ein Video zum Thema Wir. Wir, was ist schon wir? Ich höre immer nur, wir müssen, wenn wir genug sind. Was ist wir? Wer ist wir? Bist du wir? Bin ich wir? Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, ihr wisst auch nicht, was wir ist. Ich möchte euch heute einfach mal ein paar Gedanken von mir über das Wir geben. Ich denke, dass es überhaupt gar kein Wir gibt. Ich denke, dass das Wir eure perfekte Ausrede ist. Wie oft lese ich auf Facebook oder was weiß ich in letzter Zeit, ich fordere, wenn wir, dann und diese ganzen Sachen. Wisst ihr, was das ist? Das ist die Ausrede, dass ihr alleine nicht anfangt zu handeln. Man kann das jetzt auch falsch verstehen, aber ich bin hier absichtlich ein bisschen provokant. Denn jeder, der von euch auf das Wir wartet, ja, gesteht sich ein, dass er selber nichts auf die Reihe bekommt. Und das ist wirklich so, ob das jetzt hier diese großen gesellschaftlichen Probleme sind oder was weiß ich. Solange ich mir einrede, dass hier erst was passiert, wenn wir eine gewisse Größe erreicht haben, dann wird nie was passieren. Weil genau diese Vorstellung, hey, wir hämmerten hier am Samstag, genau diese Vorstellung, dass immer erst andere noch dazukommen müssen, das ist die perfekte Ausrede. Das ist wirklich so. Das kann man auch im Privatleben genauso sehen. Ja? Wenn ich jetzt auf meine berufliche Laufbahn zurückblicke, da habe ich oft darauf gewartet, dass irgendwas zustande kommt und habe dann gewartet, dass andere ja, in die Gänge kommen. Und im Endeffekt hat es mich nur blockiert. Ich habe auch in einem Kommentar unter meinem letzten Song, oder hat jemand einen Kommentar verfasst, wie ich denn sonst so mit dieser ganzen Situation so umgehe oder was für Tipps oder Tricks ich noch habe, wirkliche Tipps, ja, halt so mit dieser ganzen gesellschaftlichen Situation umzugehen. Und ja, ich merke für mich, es ist wirklich so, für mich ist das einfach, was ist schon die Gesellschaft? Das ist auch wieder so ein Wir. Ich habe einfach aufgehört, irgendwelche Forderungen an ein Wir zu stellen, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn ihr zu dritt oder zu viert in so einem Raum seid, selbst da werdet ihr euch über die einfachsten Dinge nicht einig. Ja? Deswegen ist es mir scheißegal, ich muss mit niemandem von euch irgendwie einig werden, ich kann einfach trotzdem handeln. Ja? Ich habe aufgehört, dieses Wir zu suchen als, ja, als Begründung, jetzt kann es losgehen. Scheiß doch einfach mal auf dieses Wir. Ja, das heißt nicht, dass ihr keine Freunde haben sollt, versteht mich da nicht falsch. Aber dieses ewige Rumgejammere, wir müssen, wir sollten, ich fordere, man müsse, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es echt nicht mehr hören. Und wenn man mal anfängt, sich ja, bewusst zu machen, wie oft man Hoffnungen in irgendein Wir steckt, ja, dann überlegt mal, wie groß ist die Chance, enttäuscht zu werden? Wieso steckt ihr die Hoffnung nicht in euch selber? Dann habt ihr es nämlich selber auch in der Hand, nicht enttäuscht zu werden. Natürlich ist die Enttäuschung viel größer, wenn man merkt, dass man ein Loser ist. Ja? Aber ihr habt es auch in der Hand, damit aufzuhören, dieses loserhafte Verhalten. Dieses ewige, ja, wenn, hier muss erst was passieren. Keine Ahnung, das ist alles nur Ablenkung vom eigenen ja, vom eigenen Handlungsrahmen, in dem man halt auch Verantwortung übernehmen muss. Im Umkehrschluss ist es aber auch so, dass ich mich nicht in das Verhalten anderer Menschen einmische. Das ist mir mittlerweile wirklich egal, außer ihr wollt in mein echtes Leben rein. Ja, dann setze ich mich mit euch oder mit dir wirklich ernst auseinander. Das, was ich hier mache, das ist ja nur von mir gesendet in den Internetäther. Ja.
Das ist für mich natürlich schon auch ein Unterschied. Dass es irgendwo schön natürlich auch ist, Verbündete zu haben oder Gleichgesinnte oder Netzwerke, das ist mir vollkommen klar. Aber die Gewichtung, die man da reinsteckt, ist für mich bei vielen sehr übertrieben. Deswegen, keine Ahnung, halte ich auch keine Slogans hin oder was weiß ich. Ich brauche keine Slogans, ich brauche auch keine Fahnen, ich brauche auch keine Zugehörigkeit. Ich habe mir auch überlegt, ob ich, ja, dass ich schon auch Bock hätte, mal wieder so ein bisschen so dieses Community-Ding aufzubauen. Aber im gleichen Moment habe ich mir überlegt, so, ich brauche euch gar nicht, versteht ihr das? Und genauso braucht ihr mich nicht. Das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Ich bin einfach total unwichtig. Was ich hier machen kann, und das ist mir auch bewusst geworden, ich kann euch überhaupt nicht von dieser Welt da draußen erzählen und wie das funktioniert, Mann. Das ist alles lächerlich, wenn ich das behaupte. Ich kann euch von meinem Leben erzählen. Und das mache ich hier einfach offen und ehrlich. Das sind meine Gedanken. Überlegt euch mal, ob ihr eure Gedanken denkt oder Gedanken anderer. Ich höre so oft dieses wiedergekaute Zeug. Bringt mich nicht mehr voran, ja? Andererseits bringt es mich auch nicht voran, wenn ich mir die ganze Zeit Gedanken mache, wie andere sein sollten. Ja? Deswegen finde ich es cool, dass es all diese verschiedenen Facetten gibt. Ein Hagen Grell ist cool, so wie er ist. Soll er doch machen. Ja? Kann man auch mal ein Video machen, wie Peter gemacht hat, wo man eben sich mit den Argumenten auseinandersetzt. Ja, aber ist doch cool. Ist cool, dass es Frank Höfer gibt mit Nuhe Wieso. Soll er doch so machen, wie er es macht. Interessiert's mich, zieh's mir rein. Wenn nicht, scheißegal. Auch ein Oliver Janich soll doch machen, was er will. Wenn ihr Bock habt, euch das reinzuziehen und euch mit den Themen beschäftigen wollt, seid ihr doch schuld. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Jeder hat das Recht, so zu sein, wie er ist. Das ist für mich scheißegal, versteht ihr das? Und deswegen habe ich auch so wenig Stress oder Probleme. So. Ich kann euch alle einfach abschalten. Kennt ihr das noch von Löwenzahn? Wo er mir am Ende gesagt hat, so, und jetzt abschalten. Wenn ihr nicht wollt, dass jemand Aufmerksamkeit hat, ja, dann schaut den einfach nicht. So einfach ist es. Und wenn ihr irgendwas machen wollt, und jetzt kommt der Punkt, dann wartet nicht darauf, dass ihr einen Verbündeten findet, der euch dann den Arschtritt gibt. Fangt doch einfach mal an. Fangt einfach an, Dinge zu machen. Und dann werdet ihr sehen, dann kommen schon eure Freunde und eure Netzwerke. Das baut sich nämlich dann auf, weil die Leute merken, fuck man, da ist ja jemand, der macht was. Ja? Und dann werdet ihr nämlich die echten Partner finden. Ja? Nicht die, die mit euch dann zusammen drauf warten, dass irgendjemand anders in die Gänge kommt. Ja? Aber wie gesagt, so, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann wartet weiter aus wir. Ich kann euch hier nur meinen Standpunkt sagen. Und mein Standpunkt ist nicht besser oder schlechter wie irgendein anderer. Aber es ist halt meiner. Ja? Deswegen heißt ja auch mein YouTube-Channel Manuel Mind. Wie passend. Als hätte ich schon gewusst, was hier so abgehen wird. Ja? Also insofern, wenn ihr euch über andere aufregt, dann überlegt euch warum. Warum? Regt euch über euch selber auf. Und dann habt ihr es auch in der Hand, diesen Zustand zu verändern. Nur ich sehe kaum jemanden, der sich über sich selber aufregt. Ja? Vielleicht macht man das auch nicht auf Facebook oder auf YouTube. Ja? Aber so oft wie ihr über andere jammert, bleibt ja auch nicht mehr viel Zeit, sich über sich selber aufzuregen, oder? Insofern sage ich euch, wie es ist. Euer Wir geht mir am Arsch, wirklich. Das geht mir sowas von am Arsch und ich brauche niemanden. Ich brauche niemanden. Ich weiß, was ich zu tun habe. Und ich werde da sicherlich auch hier drüber sprechen. Ja, und das heißt nicht, dass es in irgendeiner Weise für euch geeignet ist. Ihr könnt es einfach als mögliche Option, dieses Leben auf dieser Erde hier zu leben, sehen, aber bitte nur für mich. Ja? Und am liebsten wäre es, wenn ihr einfach auch auf mich scheißen würdet. Ja, wenn ihr sagen würdet, Manuel, ich brauche dein Gelaber nicht. Ja, aber für die, die sich dadurch vielleicht noch bereichert fühlen, auch mal meine Meinung zu hören, so, für die mache ich das natürlich. Ja?
Und irgendwann mal werdet ihr merken, dass ihr auch meine Meinung nicht mehr braucht. Und dann habe ich, glaube ich, meine Aufgabe hier ganz gut erfüllt. Ja? Insofern, bleibt bei euch, lasst euch von dem Wir nicht irreleiten und vor allem benutzt das Wir nicht als Ausrede, um nicht ins Handeln zu kommen. Das würde ich mir wünschen. Ja? Dann bis bald, euer Manuel. Ciao. Dass ich auf dich scheiß und es so geht's mir gut. Einfach so.